Folge Nummer 31 von City Skylines. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Schauen wir mal rein. Wir hatten letztes Mal hier diese Linie gemacht. Da fährt jetzt ja der Bus durch. Das ist geklärt. Das hat dann doch am Ende noch funktioniert. Wir haben Residential Soons genügend. Jetzt Commercial noch ein bisschen gefragt. Das heißt, wir müssten noch mal schauen, dass wir gucken, dass wir da noch ein paar Gebiete für die Kaufleute machen. Ich denke, das können wir auch gleich schon hierhin machen. Das geht nicht, das ist wohl schon belegt. Hier wäre noch was möglich. Da wäre was möglich, aber... Sorry, machen wir hier kleine und da kleine. Und da machen wir keine rein, weil wir gesagt haben, hier fährt nur der Bus rein, glaube. Jetzt müssten wir gerade mal gucken, von wo fährt man denn in dieses Gebiet, wenn wir das später machen. Ich glaube, von da rein, ne? Dann lassen wir das so. Können aber hier noch ein bisschen ausbauen. Weil hier wollen wir ja noch ein bisschen Kommerz hinkriegen, ne? Da würde noch kommerzmäßig was gehen. Hier geht ja leider nichts mehr, ne? Da ist schon... Und hier die Schule, die nimmt den Restplatz weg. Können natürlich hier noch ein bisschen was machen an der Kreuzung. So ist doch ganz gut, oder? Schick. Hohe Blöcke. Ja... Also was, wir machen das mal so und machen da noch niedriger drumherum. So ist besser, oder? Wohntechnisch. Hier am Wasser können wir natürlich noch ein paar Häuschen hinbauen, ne? Ich glaube, das geht schon so dann, ne, oder? Und Industrie ist dann noch verlangt. Ja, wo machen wir denn ein Industriegebiet hin? Hier oben haben wir ja genug. Könnten das noch weiter zubauen hier oben. Kriegen wir denn da oben noch eine Straße hin, die uns das da runter macht? Hier so abbiegen. Ja, das würde gehen, aber dann müssten wir schon da so lang kommen, ne? Dann machen wir hier aber eine geschwungene hin, die dann da reingeht, ne? Viel Gebiet gibt es dann natürlich da nicht. Das ist so eine Sackgasse da. Und hier können wir diese noch ein bisschen favorisieren, oder? Interessant, da geht's. Ah, dann doch nicht. So, da geht's weiter. Da geht auch noch was. Ah, hier mag er jetzt nicht mehr rum, ne? Das bedeutet, wir reißen mal das letzte Stück besser nochmal ab, weil er es so weit aufgeschüttet hat. Wir müssen da schon vielleicht mit einer Kurve anfangen. So, da können wir jetzt noch Industriegebiet hinmachen. Ist zwar nicht viel, aber vielleicht reicht es ja für kleine Betriebe. Obwohl, da ist ja schon noch Viererfälle, ja, sogar sechs. Haben wir alles? Ich glaube, da haben wir alles. Ah, hier ist ein bisschen knapp, ne, aber... Wieso gehen die Felder denn hier nicht? Na, dann ist das also. Industrie kommt da also da auch hin. Da ist sogar schon irgendwas hingekommen. Da wurden Arbeiter schon abgefragt. Ich glaube, von hier könnte man noch da dann machen. Ist das eine Brücke? Das ist eine Brücke, ne? Ja, okay, da hat es eine Brücke gebaut. Da könnte man gucken, ob man die Straße unter der Brücke drunter herkriegen könnte. Aber ich glaube, das wird nicht klappen, ne? Nee, leider nicht. Geht nirgendwo dahin, ne? Schade, das ist dann zu hoch aufgeschüttet wahrscheinlich. Wir
können das mal wegreißen, das letzte Ende hier, und können mal probieren, umgekehrt zu bauen. Da war es ganz kurz blau, ne? Da ist es irgendwo blau gerade gewesen. Das wäre ja genial, wenn das geht. Ach, da ist der Ding ins Pfeiler gerade, deswegen geht das vielleicht nicht. Ja, wir müssten das hier ein bisschen absenken. Aber das wird schwer. Absenken ist es. Ja, Erdeverfügbarkeit haben wir genug. Ja, super. Hier runter. Kann ich hier runterbauen? Hat das was gebracht? Hat das funktioniert? Vielleicht hat das funktioniert. Straße testen. Nicht wirklich. Straße von unten nach oben. Baut er auch nicht. Straße von da nach da. Geht auch nicht. Nochmal Bodenwerkzeug. Ein bisschen kleineren Kreis vielleicht bauen. Vielleicht so besser. Straße. Straße bauen. Nee, nicht wirklich. Von unten nach oben durch. Nein, auch nicht. Da auch noch nicht. Nee, das war falsch rum. So rum will ich. Also da ist leider die Straße auch noch gerade so doof gebellt, dass es wirklich nicht gehen kann, ne? So, jetzt nochmal Absenkwerkzeug hier nehmen. So, nochmal einfach ein neues. Ist die Frage, ob es geht. Eigentlich sieht es gut aus. Eigentlich sieht es gut aus. Schafft er nicht. Er wird das aufschütten, das ist das Problem. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich hier auf dieser Seite noch viel tiefer kommen. So, nochmal Straße. Jetzt geht's runterher.
So, und dann schließen wir da an. Wunderbar. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe gerade. So, dann geht's hier weiter. Da ist schon gut. Und hier geht's noch nach da, wenn es geht. Marker aber nicht. Doch, Marker ein bisschen da oben sind, dann macht das. Gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Ist die Frage, ob die Straße da nicht vielleicht zu klein ist. Aber ach, das ist nicht schlimm. Wir können ja hier noch irgendwo bestimmt haben wir Fralatz gelassen. Hier kann die ja auch nachher wieder rauskommen, ne? So zum Beispiel machen wir das, oder? Das ist cool, machen wir. Und hier gehen wir dann runter. Und bauen hier noch ein bisschen rum. Und fertig. So ist doch gut, oder? Sieht schick aus jedenfalls. So, da haben wir das. Wie sieht es denn hier mit Wasser aus? Wasser war hier komplett, ne? Ja, sehr gut. Und Strom kommt ja sowieso dann von alleine. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Dann haben wir da das auch angepasst. Wie sieht es denn aus mit Flächen? Ah, es ist Kommerz gefragt. Kommerz können wir hier mal so in diese Kreuzungsecke zum Beispiel machen. Gucken, wie sich das hier so ergibt. Ist doch schon mal schön. Hier kann sich noch die Leute auch ein paar Tageszeitungen holen. Da ist dann auch Kommerz. Hier oben wäre noch eine Ecke. Alles geht da irgendwie nicht. Komm, da geht noch was. Das geht nicht wegen den Windrädern wahrscheinlich. Machen wir noch so. Dann können da auch noch ein paar was machen. Da haben wir, da ist okay. An jeder Kreuzung können ein paar Leute einkaufen gehen. Sehr schön. Okay, hier oben wurde tatsächlich schon was gebaut. Da tatsächlich auch. Dann ist das schon mal gegeben, oder? Hier oben fehlt uns noch was dann, ne? So straßentechnisch, oder? Aber pff, müssen wir ja auch nicht alles sofort machen, ne? Reicht ja, wenn wir das später machen. Da wäre jetzt dann da raus. Dann sollten wir ganz schnell diese drei Flächen nochmal entfernen. Weil da machen wir nachher die Kreuzung rüber. Oder die Straße rüber. Machen wir bis hier hinten. Und von da aus geht es dann nochmal nach da. So. So, passt auch. Haben wir das auch fertiggestellt, das Gebiet, ne? Sehr schön. Okay. Das lassen wir alles so. Bedürfnisse, wir brauchen mehr Arbeiter schon wieder. Das bedeutet, wir brauchen mehr Wohngebiete.
Wie sind wir hier aufgestellt? Es ist dunkel gerade, ne? Wie baut man weiter? Gute Frage, ne? Hier, hier. Oder da und da, hier. Warte mal, wie war das mit dem Vorkommen? Okay, hier ist Eisen. Haben wir hier auch schon einen Bereich. Und wenn wir weiter runterkommen, dann sehen wir auch da, dass wir da unten noch Dingens haben. Wir sollten vielleicht hier noch einmal das Feld kaufen. Wald und Erzvorkommen und Öl haben wir ja keins. Können wir uns aber definitiv leisten. Wie weit müssen wir denn noch runter, bis das Öl kommt? Wow. Das ist noch viel weiter runter. Das müsste dann hier drunter die Kachel sein. Hier ist noch mehr Erz. Das kaufen wir gerade auch noch. Und da ist dann das Öl. Und wie wir sehen, ja, wir können wahrscheinlich keine Kacheln mehr kaufen, aber da sind wir beim Öl dann. Da müssen wir gucken, dass wir da noch hinkommen. Schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall haben wir das Gebiet schon mal da gekriegt. Okay. Dann ist dann die Überlegung, wie es hier weitergeht. Hier sind wir dann mit dem Tunnel dran und kommen dann da wahrscheinlich raus. So war ja unser Gedanke dafür, ne? Hier so durch den Berg. Wenn es denn dann klappt, den zu bauen. Das ja auch nicht so leicht ist. Okay, gut. Aber ich denke mal, wir sind mit der Folge schon wieder am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.